Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker, Andy. Wir spielen heute eine Runde Dying Light The Following. Wir gehen zu unserem Speicherstand. Der ist auf normal. So, als erstes mal eine große, dicke, fette Entschuldigung, dass es so lange kein Following gab. Ich weiß, wir hatten eine größere Pause. Ich war einfach, also der Grund ist ganz einfach, nicht, ich habe genug davon, im Gegenteil. Ich war so, ja, wie sagt man, ich war so fasziniert und geblendet von Dying Light, also so viel Fun, dass ich den Hauptspielstand, diesen Albtraum, den anderen Spielstand, dass ich da nur gezockt habe, das wurde ja auch immer gesendet. Und ich werde das jetzt so machen, wir werden das selbstverständlich beenden hier, ja, ich mache keine halben Sachen. Es gibt ja mehrere Enden. Also werde ich in diesem Speicherstand, weil das ist ja der einfache, werde ich das kürzere Ende nehmen. Lasst euch überraschen, wer es noch nicht weiß. Ja? Und im Albtraummodus werden wir dann der Mutter auf die Eier gehen. Ja? So sieht's aus. Also, gehen wir mal rein. Na, Following, wo sind wir denn? Oh, geile Pixel hier. Geile Pixel! Was für ein Dreck! So, jetzt haben wir wieder Grafiker gescheite. So, schauen wir uns mal kurz um. Wie gesagt, ich habe eine Zeit lang das jetzt nicht gespielt. Haben wir die Nester eigentlich schon? Teils ja, teils nein. Wo Schattenjäger fisten wir auch eine Sache, ne? Nebenquest. Was haben wir da? Zerstören Sie das Schattenjägernest. Das muss man in der Nacht machen. Gehen Sie in die Slums. Ja, blablabla. Das sind diese Sachen. So, Story, wisst was haben wir? Finde heraus, was Attila geschehen ist. Helfen Sie weiterhin den Kindern der Sonne. Gut. Was haben wir hier? Suchen Sie in der Höhle oder Leuchten? Folgen Sie hin. Suchen Sie in der Höhle unter dem Leuchtturm. Bei dem weiß ich nicht, was ich da finden soll. Weil da war ich schon ein paar Mal, ne? Ich markiere das jetzt mal. Ich glaube, da waren wir schon ein paar Mal da. Das ist hier oben, ne? Wir sind wo? Hier oder wo? Ne, das ist ein Überlebender. Wo sind wir? Machen wir die Karte weg. Wo sind wir? Hier. Und hier ist dieser Leuchtturm. Ja, dann würde ich sagen, wir fahren da schnell hin. Ich schaue mal schnell mein Inventar an. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit jetzt auf den anderen Spielstand gespielt. So, wir haben eine Sense, wir haben das und wir haben das. So. Ja, ich schnapp mir mal diese Sense gemütlich. Wo ist meine Karre? Buggy ist hoffentlich da, ne? Schauen wir mal rauf. Was? Ja, ja, alles klar mit dir. Mein Buggy ist da. Ich würde sagen, wir üben schnell mal eine Runde Fisten. So. Nehmen wir die Sense. Sense ist immer gut. Eine Runde Schlachten. Und dann schauen wir weiter. Geht doch noch immer wie vom Butter. Ah, schaut's aus. Oh, da ist noch was, oder wie? Nee. Jo. Also, das war eine kleine Mini-Übung. Jetzt wissen die Zombies, dass ich da bin und guten Morgen gesagt habe. Alles klar soweit, ne? So, dann gehen wir hier ein bisschen Benzin holen. Benzin schadet nie. Jetzt machen wir das einmal. Da guckt er. Da guckt er. Oh, fetter. Macht Spaß. Oh Gott. Oh, 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 oh. So, Fettsack down. Aber er hat uns einmal angepisst und das finde ich nicht nett. Ne? So, da kommt irgendwo was runter, merke ich gerade. Flugzeug in der Haus. Oh, Hammer, den noch. Wo kommt was runter? Da. Aber wir gehen jetzt zu der Markierung. Ich war da schon ein paar Mal. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist. Ich finde es einfach nicht, ne? Ich finde es einfach nicht, questmäßig. Es ist markiert, aber ja. Wollen Sie ihn hinweisen? Bla bla bla. Gut, wir fahren jetzt jedenfalls da mal hin. Ich schaue mal nur kurz den Buggy an. Ob hier alles in Ordnung ist, das müssten wir mal reparieren hier. Das machen wir schnell.
So, das ist repariert. Was haben wir da dann denn eingebaut? Ja, den Buggy sollte man nur leveln, aber wie gesagt, das mache ich dann auf dem neuen Spielstand. Ja. Hier werden wir einfach nur nicht durchraschen, aber gemütlich halt da durcheiern. Und ja, Flammenwerfer, warte mal, Elektrokäfig. Was haben wir denn da noch statt dem Flammenwerfer? Forschenwerfer, naja, Flammenwerfer ist schon okay. Auf der anderen Seite, ja, das ist auch brauchbar. Ich muss mal ganz kurz nach der Steuerung schauen, Leute. Und zwar beim Buggy. Wo ist die Steuerung? Tastenzuweisung. Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie ich den Scheiß hier aktiviere. Buggy, Buggy, wo ist der Buggy? Koop, Jäger, Buggy. So, da ist es. Waffe 1, also E und R sollte das sein. Gut. Dann setzen wir sie mal rein. E ist es. Und er ist halt das andere. Okay, alles klar. Gut, dann fahren wir zum Ziel. Da runter wahrscheinlich, oder? Jo. Aber wie gesagt, ich hab... Oh! Da fu. Ich bin eine Zeit lang nicht gefahren, wollte ich gerade sagen. Oh Gott. Oh, man merkt, dass ich eine Zeit lang nicht gefahren bin. Ich komme mit der Buggy-Steuerung gar nicht klar gerade. So, da muss man ein bisschen rein noch. Gib mir nicht am Piss hier. So, wie geht der Turbo? Shift hoffentlich, oder? Boah, ist die Steuerung schwammig. Wie geht denn der scheiß Nitro? Wie geht denn der scheiß Nitro? Ich muss nochmal reinschauen in die Steuerung. Sorry, falls es ein bisschen langweilig gerade ist, Leute, aber die Steuerung muss man schon wissen. Ja, wie gesagt, ich habe es ein bisschen jetzt nicht gezockt hier. Wo ist denn das Nitro? Nitro. T5, ja, auf der Maus haben wir das. Okay, alles klar. So, das heißt... Jo, läuft! Das sind Zombies zusammenfahren. So, wir müssen... Wow, wir müssen ja total in die andere Richtung. Ich brauche eine Karte. Nee, stimmt, aber da komme ich lang. Ja, ja. Das ist ein weiter Weg. Juhu! Wow! Oh, geiler Fail. Ah, mein Fahrstil ist schon mal geil. Falsche Taste gedrückt, aber okay. Wir fahren mit unserem Buggy, wir fahren durch die Gegend. So. Und wir müssen die Hauptstraße links, würde ich jetzt mal sagen. Schauen wir Karte. Jo, da entlang und dann kommen wir zum Ziel. Weg da, du hässliches Ding. Ein bisschen den Turbo da rein. Oh. Idioten on the way. So, und jetzt. Oh! Wow, wow, wow. So, jetzt, geradeaus leicht links. Also darüber. So. Na, da ist schon der Leuchtturm. Oh, fuck. Ah, ja, mein Buggy umgehen ist nicht unbedingt so leicht. Ja, besonders wenn man aus der Übung ist, sonst geht's eigentlich. So, da müsste ich jetzt hinkommen. Ja. Das haut hin. Hier sind ja Leichen. Alter Falter, hier geht's ab, ey. Ah, ich freue mich schon auf den Albtraum-Modus. Aber wir werden den hier, diesen Spielstand, auf jeden Fall auch fertig machen. Ich bin noch lange nicht fertig mit Dying Light. Das ist ein geiles Game und da ist Albtraum-Modus der schwerste Schwierigkeitsgrad einfach Pflicht. So. So, so, so. Hier haben wir mal eine Safe Zone? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Hä? Zurück? Bin ich hier falsch oder was? Bin ich tatsächlich zu weit gefahren oder was? Ja, da ist es. Okay, da müssen wir aussteigen. Ist es da unten irgendwie oder so? Steigen wir mal aus. Oh, hoppala. Falsche Taste. Wie komme ich hier raus? So.
Nebenbei schaue ich mal, was da ist Schönes. So, so. Was haben wir alles drin? Molotovs haben wir nicht so viele, sehe ich gerade. Sollten wir ein paar Molotovs machen? Entwürfe. Molly, Molly, Molly. So, auf meinem persönlichen Spielstand habe ich wesentlich mehr gefunden. Also das wird dann anders ein bisschen auf Albtraum werden. Da wird es ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen leicht, aber zumindest habe ich mehr Gegenstände. So Molotovs, ne? Dafür habe ich hier mehr Mollys jetzt. Jetzt werden Mollys produziert. Wir brauchen ein paar Mollys. Die sind nämlich allgemein ganz gut. Habe ich viel gespielt auf einem anderen Speicherstand. So, machen wir uns ein paar Mollys. Ich hoffe, es wird euch nicht langweilig, wenn ich hier jetzt Mollys produziere. Aber die brauchen wir. Die kann man wirklich gut brauchen. Mollys sind einfach allgemein ganz gut. Schade, dass man nicht gleich 20 oder so produzieren kann. Muss man immer blöd drücken. Das ist ein bisschen lästig, aber okay. So, das reicht jetzt, glaube ich, oder? So. Dann schauen wir sie mal um. Wir müssen da runter, oder? Oh Gott. Hier sollte das sein. Eine Höhle unter dem Leuchtturm. Witzbolde. Muss ich da doch rauf? Da muss ich in irgendeine Höhle. Ich glaube, da komme ich von unten rein. Vielleicht sollte ich doch rauffahren. Gehen wir mal rauf. Weil ich glaube, oben ist der Eingang und dann muss man das Fink suchen in der Höhle unter dem Leuchtturm. Folgen Sie dem Hinweis. Wieso fährt meine Karre nicht? So. Dann fahren wir da weiter nach oben zum Leuchtturm. Ah, wir fahren überall hin, ich bin faul. So. Parkplatz. Oh, hoppala, falsch Taste schon wieder. Damit ein Aussteigen habe ich es nicht. So in der Höhle unter dem Leuchtturm. Und wo ist der Eingang bitte? Da fällt mir auf. Hier gibt es was sicher. Oh, Zigaretten, das ist ja viel. Ja, Höhle unter dem Leuchtturm, wo ist die? Hier müsste die sein. Scheiß Eingang finden. Oder man kommt von unten rein. Das kann natürlich auch sein. Ich schaue mich jetzt hier mal um, weil irgendwo muss da reingehen, ne? Das sieht auch. Das ist ja auch nicht umsonst hier, sage ich mal. Oh, da ist irgendwas. Irgendwas ist da unter mir. Er schießt da blöd rum. Gehen wir da runter. Alter, du gehst mal am Pisto. Da müssen wir runter, sage ich euch. Wo ist denn der? Muss unter mir sein irgendwo. Da ist er, der Arsch. So, jetzt hau ich ihn immer mal in die Fresse. Hau ab da. So, der ist weg. Ist er nett. So, jetzt ist aber Ruhe. Boah, ist der hässlich, Leute. Ist der hässlich. So, dann gehen wir wieder rauf. Und rauf, Crandy. So, hier sind wir. Und da müssen wir lang. Das ist zum Pflücken hier. Nö, das sieht nur so aus. Da müsste die Höhle... Da ist eine Höhle. Okay, alles klar. So, und da sollen wir jetzt Hinweisen folgen. Ich sehe nichts. Licht. Hoffe, da ist jetzt nichts Grausiges drin. Das kommt schon wieder so... Wow! Scheiße, muss ich da runter? Ich glaube schon. Machen wir mal so. Zivilisiert runtergehen, ne? Gut, Platsch. Das ist die Frage, wo ich hin muss, ne? Es gibt hier mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal hier entlang. Mal schauen, wo ich da hinkomme. Ich glaube aber, das ist nicht. Andere Richtung. Oh, das ist eine... große Höhle. Ah. Aber welche Hinweise? Hier sind keine Hinweise. Das ist mein Problem. Oder ich finde sie nur nicht. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir uns einmal ein bisschen um. Ist zum Pflücken was? Ne. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Da ist gar nichts. So, dann gehen wir wieder zurück.
Schauen wir sie woanders um. Vielleicht ein bisschen rechts. Ich sage euch, am Boden müsste da was sein. Es ist sicher irgendein Hinweis am Boden oder so. Keine Ahnung. Gehen wir da entlang. Hier geht es zumindest weiter. Ich mag dieses Geräusch nicht. Ich drücke mal Q, weil so sieht man die Hinweise schön, ne? Aber hier sind keine Hinweise und ich bräuchte wieder Luft. Weiß nicht, ob ich hier richtig bin, Leute. Folgen Sie den Hinweisen. Ja, lustig, lustig. Tralalala. Vielleicht da entlang. Das könnte sein. Nur mal so eine Idee. Oder da bin ich hergekommen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne, da sind wir sicher nicht hergekommen. Da geht's wieder runter. Hopp. Und jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob ich da hergekommen bin. Kann ich nicht sagen. Aber ich gehe jetzt mal da weiter. Zur Endstation hier. Hier geht's weiter. Okay, da ist eine Kiste. Also hier war man noch nicht. Was ist denn das für eine Linie? Oh, Sprengstoff oder was? Das ist irgendwas Linkes. Ich gehe jetzt mal darauf. Das ist interessant. Das darf man nicht berühren wahrscheinlich, ne? Na gut. Was haben wir da? Oh, eine Pistole. Das sind Granaten, ne? Wie komme ich da jetzt wieder lebend weg? Oh! Oh, scheiße. Das habe ich jetzt dumm gemacht. Aber ja gut, irgendwie muss man rauf. So, hauen wir ab hier. Halleluja. Da hat's gewumst. Na, wisst ihr was? Schauen wir mal, ob wir das so treffen können. Ja, ja. Dass die Dinger da weg sind. Ja, das hätte ich gleich machen sollen. Ich bin ein Dödel. So, heilen wir uns mal. Wir müssen jetzt hier raus. Und zwar gehen wir am besten den Weg, was wir gekommen sind, würde ich vorschlagen. Das geht am besten, normalerweise. So, hier lang. Hopp. Hopp, 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 hopp. Halleluja. So. Aber wir haben das geschafft. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich. Liked mich, schreibt einen Kommentar, ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!